Ja, zunächst einmal herzlich willkommen auch von meiner Seite hier beim A&W-Tag. Es ist endlich wieder eine Veranstaltung, es ist eine spannende Zeit noch dazu für die Händlerschaft und auch für die Herstellerseite. Herr Langmal hat es bereits angesprochen, ich komme aus dem Verhandlungssaal, das heißt, ich habe leider die Vorträge der Kollegen Moritz und Schneider nicht hören können. Und auch nicht die Podiumsdiskussion, die sich schon mit dem Thema Agentursystem auseinandergesetzt hat. Sollte es jetzt passieren, dass ich vielleicht irgendwo eine Redundanz habe, das heißt etwas wiederhole, was Sie in der einen oder anderen Art und Weise schon gehört haben, bitte ich das daher zu entschuldigen. Ich möchte Ihnen jetzt aus Sicht der Händler erzählen, worauf Sie beim neuen Agentursystem achten müssen, wobei schon diese Definition, das neue Agentursystem an sich schon nicht ganz korrekt ist. Es gibt das eine Agentursystem noch nicht. Wir befinden uns in einem völlig neuen rechtlichen Gebiet, das jetzt hier beackert wird, während die Vertragshändlerverträge sich über viele Jahrzehnte und entsprechende Judikatur und Anpassungen aneinander angenähert haben. Und man eigentlich sagen kann, wenn man einen Vertragshändlervertrag kennt, kennt man die meisten, ist das jetzt bei den Agentursystemen gänzlich anders. Das hat zwei Hintergründe. Das eine ist, dass natürlich auch die Hersteller, wie man so schön sagt, nur mit Wasser kochen und sich jetzt erst mit dem neuen System auseinandersetzen müssen, sich heranführen müssen und schauen müssen, was geht, was möglich ist. Die Kollegen werden es im ersten Vortrag vielleicht schon angedeutet haben, was geht und ein bisschen was geht immer. Und das Zweite ist natürlich, dass es völlig unterschiedlich ausgestaltete Agentursysteme im Moment geben wird. Quer durch die Marken hindurch ist es nicht so, dass ein Hersteller sagt, wir stellen unsere gesamte Händlerschaft um auf das Agentursystem, sondern da gibt es bei beispielsweise Audi, geplant ist es dort, soweit ich weiß, nur für die E-Modelle. Dann gibt es wieder andere Mischsysteme, die das Ganze untereinander irgendwie in einer Art und Weise mit einem Volvo-hybrides Vertriebsmodell das Ganze irgendwie kombinieren wollen. Das heißt, unterschiedliche Zugänge der Hersteller, unterschiedliche Herangehensweisen, daher auch schwierig für die Händler, das zu überblicken. Die erste große Frage in diesem Zusammenhang dürfte sein, warum überhaupt Gruppenfreistellungsverordnung, GVO, diese Abkürzung, was ist da freigestellt? Im Großen und Ganzen ist es so, wir haben mit dieser neuen GVO, die jetzt gekommen ist, die seit 1. Juni 2022 in Kraft ist, eigentlich eine Fortführung, eine Prolongierung eines bestehenden Systems. Es hat immer wieder Gruppenfreistellungsverordnungen gegeben. Diese sind an sich wichtig und richtig, weil sie ein verlässliches System für beide Seiten, Händler und Hersteller, jetzt wird es lauter, Händler und Hersteller bieten, die Geschäftsbeziehung untereinander gut zu regeln. Wichtig in dem Zusammenhang grundsätzlich sind Verträge zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb beschränken, verboten. Das ist das sogenannte Kartellverbot. Jetzt finden sich aber in diesen Händlervertragsverträgen regelmäßig Wettbewerbsbeschränkungen und daher die Frage, warum ist das nicht alles verboten? Nun, da gibt es eben diese Gruppenfreistellungsverordnungen, die dann sagen, wenn bestimmte Parameter eingehalten werden, wenn bestimmte Kernbeschränkungen hier nicht missbraucht werden, dann ist das gesamte System, ist der Vertrag freigestellt und braucht sich einer entsprechenden Prüfung nicht zu unterziehen, sondern gilt einmal per se als nicht wettbewerbswidrig. Hat Vorteile, hat Nachteile, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es ein System, das funktioniert. Jetzt haben wir eine Neuerung, es hat sich sehr viel getan, die letzte Gruppenfreistellungsverordnung ist jetzt mehr als 12 Jahre alt. Man hat sich versucht, an die Neuerungen entsprechend anzupassen. Vertriebsverträge, ich habe es bereits gesagt, sind kartellrechtlich dann freigestellt, wenn von der GVO umfasst und keine Kernbeschränkungen dadurch betroffen sind. Warum ist das wichtig? Und das ist etwas, was ich jetzt schon mitgeben möchte, weil es für Sie dann auch wichtig ist, für die Händlerverbände wichtig ist, im Zusammenhang mit der Frage, echtes, unechtes Agentursystem, was ist das Echte, was ist das Unechte, warum ist es wichtig für den Hersteller, dass ihm nicht marktmissbräuchliches Verhalten zum Vorwurf gemacht wird. Sie sehen es in der letzten Zeile, Kartellverstöße können mit bis zu 10% des weltweiten Gesamtumsatzes im vergangenen Geschäftsjahr geahndet werden.
Das sind schon Summen bei Autoherstellern, die natürlich wirklich, wirklich Sorge machen, und kartellrechtliche Verstöße gelten dann halt nicht nur immer im Einzelfall, sondern betreffen dann, wenn es in Österreich beispielsweise 100, 200 Verträge gibt, die auf dieser Basis abgeschlossen worden sind, betreffen jeden Vertrag, und wir haben hier eine Sammlung an Kartellverstößen, die verwirklicht worden sind, das heißt nicht für den Einzelfall relevant und daher auch aus Sicht des Herstellers wesentlich und wichtig, kartellrechtskonformes Verhalten zu verwirklichen. Diese neue Vertikal-GVO, die wir jetzt haben, hat ein paar Ansätze, die sind nicht neu, die finden sich auch in den vorangegangenen Gruppenfreistellungsverordnungen. Das eine ist diese Marktanteilsschwelle von 30%, die bleibt. Die Kernbeschränkungen und die grauen Klauseln, wie sie heißen, in den Paragraphen 4 und 5 der Gruppenfreistellungsverordnung sind ebenfalls inhaltlich jetzt nicht ganz, ganz neu. Was aber neu ist, und das ist ein spannendes Thema, ist dieser sogenannte duale Vertrieb, mit dem sich die GVO auseinandersetzt. Was ist ein dualer Vertrieb? Man kann es jetzt ein bisschen einfach übersetzt mit dem Wort des Direktvertriebs übersetzen oder gleichsetzen. Sie müssen sich vorstellen, bis jetzt war es sehr oft so, wir haben einen Hersteller, der setzt die Händler als seine Vertragshändler ein und die verkaufen für ihn die Autos. Das haben wir, was den Direktvertrieb betrifft, bei einer deutschen Marke im deutschen Raum bereits schon 70% Direktvertrieb. Das heißt, 7 von 10 verkauften Autos dieser Marke in Deutschland werden schon nicht mehr von eingesetzten Vertragshändlern verkauft, sondern von Retailbetrieben, die der Hersteller selbst eingesetzt hat, also Autohäuser, die ihm selber gehören. Und da ist jetzt natürlich die große Problematik, dass bei diesem dualen Vertrieb der Hersteller gleichzeitig mit dem Händler in einen Wettbewerb tritt. Nicht eine vertikale, sondern eine horizontale Ebene, wo man sich als Unternehmer begegnet. Warum ist das wichtig? Warum ist das relevant? Warum muss das geregelt werden? Dieses Regelungsbedürfnis ist erkannt worden, auch von der EU-Kommission. Das ist deswegen relevant. Erstens, weil, wie gesagt, der Direktvertrieb, der duale Vertrieb immer stärker im Kommen ist. Das wird immer mehr jetzt umgesetzt werden von allen Marken. Und dadurch das Konkurrenzverhältnis größer wird. Und das Zweite ist, wenn Sie jetzt in Ihre Händlerverträge hineinschauen, gibt es sehr oft eher im hinteren Drittel des Vertrages sogenannte Berichtspflichten. Da steht dann drinnen, welche Informationen Sie verpflichtet sind, dem Hersteller zu übermitteln. Das sind einerseits Daten, Kundendaten, die Sie sammeln, andererseits sind es auch Geschäftszahlen, die Sie erwirtschaften und erzielen. Und es würde sich im freien Wettbewerb, könnte sich niemand vorstellen, dass der eine Unternehmer verpflichtet ist, seinem Konkurrenten, seinem direkten Konkurrenten, seine Geschäftszahlen und seine Kundendaten zur Verfügung zu stellen. Hier in diesem Dreieck haben wir das aber leider. Und das ist etwas, was geregelt werden soll und auch geregelt werden muss. Hier gibt es entsprechende Einschränkungen, was die sogenannten Informationspflichten betrifft. Auf das werde ich dann etwas später noch zu sprechen kommen. Oder ich mache es gleich. Der Informationsaustausch, wenn wir sie haben, soll nämlich nur dann erlaubt sein, wenn ein direkter Bezug zur Umsetzung des Vertriebsvertrages und zur Verbesserung der Herstellung oder des Vertriebes der Vertragswaren oder Dienstleistungen überhaupt geboten ist. Klingt jetzt sehr juristisch. Da wird sehr, sehr viel noch an Judikatur zu sammeln sein, an Erfahrungen zu sammeln sein, wie das tatsächlich gelebt werden muss. Aber es ist wichtig, es gibt hier eine sehr, sehr strenge Einschränkung. Dann haben wir eine Stärkung des Online-Vertriebes, auf den die EU-Kommission ebenfalls reagiert hat. Das ist für Sie alle wenig überraschend. Die Digitalisierung schreitet voran. Wir haben zuvor Zahlen gehört, wie viele Autos erwartungsgemäß im Jahr 2030 dann nur mehr online gekauft werden sollen. Und das ist natürlich auch ein sehr wesentliches Thema, weil Online-Kunden sind Kunden, die dem Autohaus bei einem Agentursystem, und davon reden wir ja heute, dann irgendwo am Ende des Tages auch verloren gehen könnten, weil es fehlt die Bindung zum Autohaus. Der Kunde kauft das Auto online und kriegt dann noch dazu, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, möglicherweise den Händler, wo er das Fahrzeug abholen kann, zugewiesen. Das heißt, er kann sich dann nicht einmal mehr aussuchen. Und da sind natürlich gewisse Parameter dann im Laufen, wo man für sich als Händler sagen muss,
Das ist natürlich schwierig. Wie soll man hier eine Kundenbindung aufbauen? Wie soll ich einen Kundenstamm etablieren? Wie soll ich im After Sales die Werkstätte mit meinen Kunden befüllen, wenn der das Auto bei einem anderen Händler ausgeliefert bekommt? Die große Gefahr, dass der dann dort auch hingeht mit den Werkstattanfragen und so weiter, ist natürlich virulent. Das heißt, auch beim Online-Vertrieb gibt es entsprechende Regelungen. Online-Vertrieb und Offline-Vertrieb ist bis jetzt so gehandhabt worden, dass man gesagt hat, man möchte eine Gleichschaltung haben. Die EU-Kommission hat fälschlicherweise damals vermutet, wenn man den Online-Vertrieb und den Offline-Vertrieb gleichrechtlich behandelt, auf den gleichen Ebenen ansetzt, dann bedeutet das im Ergebnis, dass der Online-Betrieb nicht benachteiligt ist. Es hat sich herausgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Deswegen ist die EU-Kommission jetzt mit der neuen Gruppenfreistellungsverordnung zu dem Ergebnis gekommen, man darf zwischen dem Online- und dem Offline-Vertrieb Unterscheidungen treffen, auch vertragliche Unterscheidungen treffen, damit eben eine Gleichschaltung des Online-Geschäftes möglich ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei der Berechnung der Einkaufspreise, je nachdem, ob das Vertragsprodukt online oder offline vom Händler verkauft wurde. Das heißt, hier darf es zukünftig Unterschiede geben, die sind nicht mehr verboten. Und Gleiches gilt beispielsweise auch für die Standards, die einzuhalten sind beim selektiven Vertriebssystem. Das sind in den Vertriebsstandards vorgegeben. Da darf es Unterschiede geben, auch in der Ausgestaltung des Webauftrittes. Ist es ab jetzt zulässig, zwischen Online- und Offline-Verkauf hier zu unterscheiden. Und das Letzte, und das ist jetzt der wesentliche Punkt für Sie und für heute, das spannende Thema des Agenturvertrages. Jetzt haben wir schon gehört, es gibt jetzt dieses neue Agentursystem, das ist im Kommen, immer mehr Marken stellen um. Mittlerweile sind, soweit ich weiß, in Österreich 50% der Marken ungefähr so weit, dass sie sagen, ein neues Agentursystem kommt oder wird kommen. Weitere 30% denken zumindest ernsthaft darüber nach. Das heißt, das ist etwas, worauf Sie sich alle werden einstellen müssen. Und ich etabliere jetzt und werde das auch später nochmal tun, dass man hier wirklich versuchen sollte, sich in Händlerverbänden mit diesem neuen System auseinanderzusetzen und auch als Händlerverband das Ganze dann an den Hersteller heranzutragen, denn nur so haben Sie wirklich die Möglichkeit, auf die Vertragsgestaltung Einfluss zu nehmen. Es ist jetzt ein ganz neuer Punkt, der hier umgesetzt wird. Wir reden nicht von kleinen, geringfügigen Vertragsanpassungen, sondern es ist tatsächlich ein neues System, das auf Sie zukommt. Es gibt, und das ist der EU-Kommission wichtig, und darauf hat sie glücklicherweise, muss ich sagen, sehr, sehr großen Wert gelegt, die Unterscheidung zwischen einem echten Agentursystem und einem unechten Agentursystem. Und was ist ein echter Agent, was ist ein unechter Agent? Das hat überhaupt nichts mehr, glücklicherweise wissen das die Leute mittlerweile, vor 10 Jahren war es noch anders, hat nichts mit James Bond zu tun, sondern es geht darum, wie die Fahrzeuge verkauft werden. Und das Thema in diesem Zusammenhang ist hier wirklich, sie werden hier nur eingesetzt, es sollen ihnen alle Kosten möglichst, das ist die Idee der EU-Kommission, abgenommen werden. Und nur wenn alle Voraussetzungen vorliegen, werde ich dann noch ganz kurz darauf eingehen, wenn alle diese Voraussetzungen vorliegen, dann liegt ein echtes Agenturverhältnis vor und nur dann und nur dieses ist tatsächlich dann im Sinne der GVO auch freigestellt und nur dann gibt es eben nicht den möglichen Vorwurf des Marktmissbrauches durch den Hersteller. Das heißt, es ist im Interesse des Herstellers hier wirklich ein echtes, funktionierendes Agentensystem zu schaffen, denn ein unechtes Agentensystem würde ihn von kartellrechtlichen Prüfungen nicht befreien. Das im Hinterkopf bedeutet durchaus eine Stärkung für die Händler in den Vertragsverhandlungen. Es gibt 3 Risikobausteine, mit welchen sich die EU-Kommission in ihren Leitlinien immerhin 126 Seiten der deutschen Version auseinandergesetzt hat. Das eine sind, wie gesagt, die hier dargestellten Risiken aus den vermittelten Verträgen. Ich will das kurz halten. Handelsvertreter, also der Agent in dem Fall, erwirbt kein Eigentum an dem im Rahmen des Handelsvertretervertrages gekauften oder verkauften Waren. Das heißt, die Autos, die Sie hier an den Kunden ausliefern, gehören eigentumsrechtlich nicht Ihnen. Sie dürfen auch nicht an den Kosten, einschließlich den Beförderungskosten, beteiligt werden, die mit der Lieferung und der Erbringung und dem Erwerb der Vertragsware verbunden ist. Die Handelsvertreter
halten nicht auf eigene Kosten oder eigenes Risiko Lagerbestände, einer der größten Kostenfaktoren im Moment bei den Autohäusern. Sie haben unzählige Lagerfahrzeuge, die ihnen vorgeschrieben werden, wo ihnen auch gesagt wird, wie viele sie von welcher Type brauchen. Die müssen bei ihnen stehen und sie können nur hoffen, dass sie die einigermaßen rasch abverkaufen, damit diese Fahrzeuge nicht bei ihnen einfach am Hof stehen und sie zuschauen können, wie sie weniger wert werden. Das heißt, das ist ein wesentlicher Kostenfaktor, der in einem echten Agentursystem ausgeschlossen werden muss. Ebenso Haftung, wenn es dazu kommt, dass aus irgendeinem Grund der Kunde das Auto jetzt dann doch abnimmt. Jetzt sind Sie in einem Vertragsverhältnis, der den Kaufvertrag unterschrieben, er müsste jetzt zahlen, er zahlt aus irgendeinem Grund nicht und es kommt zu theoretisch einer Klage auf Zuhaltung. Das sind alles Dinge, die völlig losgelöst jetzt dann von Ihnen passieren sollten, weil Sie dazu eben nicht mehr verpflichtet werden können, weil Sie in einem echten Agentursystem diese Problematik nicht sehen. Der Handelsvertreter übernimmt gegenüber Kunden oder Dritten keine Haftung für Verluste oder Schäden, die durch die Lieferung oder die Erbringung der Vertragswaren verursacht worden sind. Auch das kann sich zu einem durchaus spannenden Kostenfaktor entwickeln. Und meine Zeit läuft ab. Der Handelsvertreter ist weder unmittelbar noch mittelbar verpflichtet, in verkaufsfördernde Maßnahmen zu investieren. Kurz gesagt, die Werbung. Das ist etwas, wo wahnsinnig viel Geld in den letzten Jahren und Jahrzehnten für die Händlerschaft draufgegangen ist. Und das ist natürlich ein Thema, wo man sehr, sehr stark beeinflusst wird, wirtschaftlich. Und wenn das wegfällt, tatsächlich wegfällt, ist das sehr, sehr gut und sehr wichtig. Zweiter Block sind die Investitionsrisiken für markenspezifische Investitionen in Ausrüstung. Die Räumlichkeiten, Sie kennen das, Sie bekommen Fliesen vorgeschrieben, die Sie noch dazu bei einem ganz bestimmten Fliesenhändler kaufen müssen, auch wenn Sie dieselbe Fliese bei einem anderen Fliesenhändler um deutlich günstigeres Geld bekommen. Auch das fällt jetzt weg. Diese Ausstattungsmerkmale, die bestimmten, dürfen Ihnen nicht mehr abverlangt werden, beziehungsweise es darf Ihnen nicht mehr abverlangt werden, daran mitzuzahlen. Und das Letzte sind die sogenannten Kombinationsrisiken. Der Handelsvertreter nimmt keine andere Tätigkeit auf Verlangen des Auftraggebers im Rahmen des Handelsvertreters auf demselben sachlich relevanten Markt wahr, es sei denn, die Kosten werden vom Auftraggeber vollständig erstattet. Das sind die drei Risiken. Der Teufel steckt wie immer im Detail. Es gibt, ich habe schon einige Agenturverträge nun gesehen und auch rechtlich geprüft für Händlerverbände und es sind dann immer die Feinheiten, die das Ganze ausmachen. Grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass ein Agentursystem ein faires System für beide Seiten sein kann, wenn es auch in den Vertragsverhandlungen mit offenem Visier, aber auch ehrlichem Aufeinanderzugehen gelebt wird. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele aus Händlerverträgen oder Agenturverträgen, wo ich gesehen habe, da hat man dann versucht, ein bisschen das System, sage ich jetzt mal, zu umgehen, ist der falsche Ausdruck, aber auszureizen. Bis jetzt war es möglich, dass Sie für bestimmte Berufsgruppen entsprechende andere Nachlässe erteilt haben, als es bei anderen Berufsgruppen möglich war. Die Rechtsanwälte, habe ich gehört, sind immer ganz gut, was die Nachlässe betrifft. Jetzt kann es sein, dass man einem Rechtsanwalt einmal vielleicht ein Auto nicht mit dem hohen Nachlass verkauft, der vom Hersteller zugestanden und erlaubt wird. Und man kann das aber dafür auf der anderen Seite dann wieder ausgleichen, wenn man bei einer anderen Berufsgruppe entsprechend die Nachlässe dafür in die Höhe schraubt. Also das sind Punkte, das hat man schon versucht, hier jetzt dann im neuen System, im Agentursystem auszuschließen. Das heißt, es wird Ihnen eine Möglichkeit der wirtschaftlichen Einflussnahme genommen. Gleiches ist die Festlegung von Ankaufspreisen von Gebrauchtwagen. Es ist üblich im Fahrzeuggeschäft, wenn ein neuer gekauft wird, dass Sie den alten übernehmen und als Gebrauchtwagen versuchen weiterzukaufen. Jetzt dürfen nur leider Sie dann möglicherweise sage ich, die Verträge liegen ja vielerorts noch nicht auf dem Tisch oder sind noch nicht endgültig ausverhandelt und unterschrieben, dürfen Sie aber nicht den Wert, den Ankaufspreis für diesen Gebrauchtwagen festlegen, sondern der wird Ihnen vom Hersteller vorgegeben. Ist natürlich eine wirtschaftliche Einflussnahme, die das für Sie ein bisschen schwerer kalkulierbar und überprüfbar macht. Zeitwertermittlung durch den Hersteller bei verunfallten Fahrzeugen genau dasselbe. Beeinflussung der Händlerprovision durch einseitige Zuweisung der Auslieferung. Das ist ein sehr spezielles Thema. Das spielt auch in den Ausgleichsanspruch mit hinein. Wir haben eine Problematik, das ist, glaube ich, zuvor schon angesprochen worden, dass es natürlich theoretisch jetzt so sein kann, dass der Hersteller Ihnen vorgibt,
dem Kunden vorgibt, eigentlich, wo er das Auto, das er jetzt online erworben hat, wo das hin ausgeliefert wird und von welchem Händler ihm das ausgeliefert wird. Das ist nicht nur relevant, was die Kundenbindung betrifft, das ist nicht nur relevant, was das After-Sales-Geschäft bei der Werkstatt betrifft, das ist auch relevant im Zusammenhang, wenn es darum geht, hier entsprechende Händlerprovisionen zu erzielen und in letzter Folge auch für den Ausgleichsanspruch. Auf den Ausgleichsanspruch komme ich jetzt noch ganz kurz zu sprechen, eine Minute noch, ich bin gleich fertig. Es sind in der letzten Zeit einige Fragen aufgetaucht, ob das Agentursystem sich auf das Kraftfahrzeugsektorschutzgesetz bzw. dessen Anwendbarkeit auswirkt. Kraftfahrzeugsektorschutzgesetz ist ein ganz bewusst in Österreich etabliertes Zivilrecht, eine zivilrechtliche Regelung, die dafür dient, dass das Kartellrecht, wenn es ausgehebelt wird, auch direkt auf zivilrechtlichem Wege eingeklagt werden kann. Das gab es bisher noch nicht und deswegen beneidet Resteuropa auf der Händlerseite Österreich für dieses Kraftfahrzeugsektorschutzgesetz. Ich glaube auch nicht, dass es durch das Agentursystem ausgehebelt werden kann, denn es soll einfach nur den zivilrechtlichen Schutz der Händler darstellen und es kommt in dem Wort, also im Kraftfahrzeugsektorschutzgesetz, das Wort Vertragshändler kein einziges Mal vor, es ist von Vertriebsbindungsvereinbarungen die Rede und das habe ich auch bei einem Agentursystem. Ausgleichsanspruch, ich habe es bereits angesprochen, auch der ist meines Erachtens nicht bedroht, der kann sogar diesmal direkt geltend gemacht werden. Bis jetzt war es nur über eine analoge Anwendung des Handelsvertreterrechts überhaupt möglich. Jetzt das Agentensystem oder der Agent ist seit 2006 einer Zivilrechtsnovelle entsprechend hier so etabliert, dass er auch als Handelsvertreter im Sinne des Gesetzes gilt, das heißt eine direkte Geltendmachung des Ausgleichsanspruchs möglich. Natürlich das Risiko, das Problem, Aufbau des Kundenstammes ist natürlich gefährdet, weil es für die Händler schwieriger werden wird, einen eigenen Stammkundenstamm zu generieren, also Wiederkäufer beim eigenen System. Und das ist etwas, was der Hersteller beeinflussen kann, da gilt es aufzupassen. Letzter Punkt, der Investitionsersatz ist aus meiner Sicht überhaupt nicht irgendwo von einem Risiko betroffen. Sie werden, wenn das Agentensystem mit echten Agentensystem wirklich gelebt wird, ohnehin nicht das Problem haben, sehr viele Investitionen in der weiteren Folge selbst stemmen zu müssen. Das heißt, die Frage des Investitionsersatzes wird eine viel geringere für Sie in Zukunft sein bei einem echten Agentensystem, als es bisher war. Zusammengefasst, und das ist mein Schlusssatz, Sie haben jetzt als Händler und als Händlerverbände die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken an der Neuetablierung dieses Agentensystems. Sie haben durchaus eine Stimme, die gehört wird. Es ist wichtig, allerdings mit einer vereinten Stimme zu sprechen. Da, wo es noch nicht der Fall ist, gründen Sie Händlerverbände und treten Sie mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch den Herstellern gegenüber. Die kochen an und mit Wasser. Es ist ein System, das neu etabliert werden muss. Keiner weiß, wohin die Reise am Ende des Tages geht. Aber wer jetzt nicht den Fuß in der Tür hat, der wird am Ende vor der verschlossenen Türe stehen und leider nicht mehr rein können. In diesem Sinne, toi, toi, toi und alles Gute. Dankeschön.